Das Einfädeln der Maschine wird euch bei Brother relativ leicht gemacht. Wie gesagt, zum einen habt ihr unterschiedliche Farben für die unterschiedlichen Fäden. Und diesen Farben sowie den Ziffern folgt ihr einfach und haltet euch an die Anweisungen. Wichtige Anweisung hier zu Beginn ist, dass das Handrad auf der Markierung sein darf, nicht woanders. Das stand hier noch auf dieser TC-Einstellung, weil ich gerade die Zweifadennaht ausprobiert habe mit dem Konverter. Dafür stellt man diese Position ein. Für das normale Einfädeln stellen wir das Handrad in diese Grundposition. Und dann folgen wir, wie gesagt, einfach den unterschiedlichen Wegen. Angefangen bei der linken und der rechten Nadel, über den Ober- und den Untergreifer. Das Einfädeln der Fäden an der Teleskopfadenführung ist bei allen Fäden quasi gleich. Ihr geht von hinten nach vorne durch die 1, einmal um die Stange herum und dann von hinten nach vorne durch die 2 und dann von da hier unten an die Maschine. Da klickt ihr von oben rein, dass die in diesem Häkchen hängen bleibt und von da in die Fadenspannung. Nicht wundern, solange ihr beim Einfädeln hier den Nähfuß angehoben habt, ist da keine Spannung drauf. Die kommt erst, wenn ihr den Nähfuß senkt, dann schieben sich die Platten der Fadenspannung hier zusammen und dann spürt ihr auch, dass da ein Widerstand ist und eine Spannung. Beim Einfädeln jetzt erstmal einfach reinlegen und nicht wundern, dass das nichts greift. So, und jetzt folgen wir, wie gesagt, einfach der Beschriftung. Wir sind jetzt bei unserem gelben Faden, das heißt, der geht hier in diese Ritze, einmal hier hoch, rum und hier links von diesem Metallnupsi vorbei, denn es handelt sich um den linken Nadelfaden. Der Faden wird hier am Nähfuß hinter den Bügel geklemmt und jetzt müssen wir den in die Nadel einfädeln. Und anders als bei dem Einsteigermodell von Brother gibt es hier eine Einfädelhilfe für die Nadelfäden. Und es gibt auch hier drüben rechter Hand übrigens ein Messer zum Abschneiden der Fäden, was ich sehr hilfreich finde. So, der Faden kommt von hier unten und wir klemmen den hier über diese Kunststoffeinrichtung mit der Nummer 7. Da kann man das hörbar einrasten, das Fädchen. Und wenn ihr jetzt diesen Hebel für die Einfädelhilfe betätigt, dann schließt sich diese Einfädelhilfe um die Nadeln. Und wenn ihr loslasst, zieht es den Faden einfach durch die Nadel. So. Und das hier ist eine sehr, sehr gut funktionierende Einfädelhilfe. Das ist von denen, die ich bisher kennenlernen durfte, wirklich mit einer der souveränsten. Rechter Nadelfaden, gleiches Spiel. Von hinten nach vorne um die Teleskopfadenführung und von hinten nach vorne durch die 2 durch. Von da an die Maschine unter diese Halterung. Und jetzt folgen wir der grünen Reihe, also hier in die Fadenspannung hinein. Hier den längeren Weg, aber ansonsten den gleichen wie der linke Nadelfaden. Hier drüber und hier, Achtung bitte, rechts an dem Metallnupsi vorbei. So, hier unten angekommen, wie eben auch hinter den Bügel, hier oben an dieser Metallkante vorbei und in die 7 klemmen. Und dann könnt ihr den Faden auch hier am Messer abschneiden und der hängt dann einfach in dieser Länge hier raus. Bevor ich jetzt die Einfädelhilfe betätige, hier bitte einmal auf den Schalter achten, der ein L und ein R trägt für linke Nadel, rechte Nadel. Jetzt wollen wir ja gerne die rechte einfädeln, das heißt, wir schieben diesen Schalter nach rechts und betätigen dann diese Einfädelhilfe. Zack, bumm, Faden drin, fertig. Wunderschön. Die zwei können jetzt nach hinten und schon mal unter den Nähfuß. So, die Greiferfäden werden an der Teleskopfadenführung ganz genauso eingefädelt, allerdings mit dem Unterschied, dass die 1 rechter Hand und die 2 linker Hand ist. Die Vorgehensweise ist trotzdem die gleiche. Von hinten nach vorne durch die 1. Einmal um die Teleskopfadenführung herum und von hinten nach vorne durch die Kerbe 2. Und von da, wie vorhin auch schon, an die Maschine und in dieses Hebelchen einrasten. So, der Obergreiferfaden ist in der Regel der einfachere zum Einfädeln. Auch den legen wir hier oben seitlich des Rädchens in die Fadenspannung und folgen jetzt einfach dem in diesem Falle rosafarbenen Verlauf. Also das ist die 4. 5 ist das hier unten einzuhaken. 6 ist unter diesen oberen der beiden Bügel hier unten. Von da geht es hier hoch zur Nummer 7. Da muss man den Faden so ein bisschen reinschnipsen. Und dann muss das Fadenende hier von vorne nach hinten durch den Obergreifer durch. Das macht ihr am besten mit der beiliegenden Pinzette.
die, und das fällt mir jetzt gerade auf, vorne relativ breit und abgerundet ist. Persönliche Meinung, es gibt bessere Pinzetten, nämlich solche, die vorne spitzer sind. Eventuell möchtet ihr euch eine solche als Zubehör zulegen. Kann da tatsächlich die von Bernina sehr empfehlen, die zeige ich euch im späteren Verlauf des Videos nochmal. Aber das nur am Rande. So, somit ist unser Obergreifer eingefädelt. Untergreifer, selbes Spiel an der Teleskopfadenführung, zeige ich jetzt nicht nochmal extra. Ich denke, das haben wir alle verstanden. Hier oben durch das Fadenspannungsrädchen und jetzt dem Weg 4, also hier blau folgend. Einmal hier einhaken, dann hier drüben unter beide Metallbügel durch. Von da hier in die Halterung Nummer 8, ein bisschen einrasten, nach unten drücken, damit es so klack macht. So, und jetzt wird es ein bisschen komplizierter, aber anhand der Bilder gut nachvollziehbar. Wie ihr hier seht, ist 9 diesen Hebel von links nach rechts zu befördern, der dann macht, dass dieser Greiferarm rauskommt. Das sagt euch dieses Bild. Hier unten ist der Hebel, um den es geht. Den ziehen wir nach rechts. Und hier habt ihr gesehen, ist der Greifer rausgekommen, weshalb wir den jetzt auch gescheit einfädeln können. Und zwar, indem wir Nummer 10 den Faden hier um diese Kante herumlegen. Ich persönlich finde, dass auch dabei eine Pinzette hilft. Guckt, dass ihr den nicht nur drumherum legt, sondern auch der wirklich unten, hier unten in die Kerbe und oben da in die Kerbe einrastet, damit er da richtig schön drin ist. Wenn das geschehen ist, könnt ihr manuell, das seht ihr auf diesem Bild, diesen Greifer wieder zurückschieben. Zack. Und jetzt das Fadenende in dieses Loch hier oben des Greifers einfädeln. So, wisst ihr was? Ich nehme dafür besagte andere Pinzette. Das ist eine aus dem Hause Bernina, die ihr als Zubehör kaufen könnt. Empfehlung an der Stelle gibt es auch bei der Nähweltflach. Kostet ein paar Euro, ist ein super, super Zubehör, egal welche Maschine ihr benutzt. Denn die ist vorne, wie ihr seht, sehr spitz. Und dann kann man damit einfach mehr arbeiten, finde ich. So, hier vorne durch den Greifer durch. Den ganzen Faden durchziehen. Und dann muss der, das zeigt euch dieses Piktogramm, unter dem Obergreifer hindurch. Also hier hindurch, von vorne nach hinten, hier hinterm Greifer greifen und nach hinten ziehen. Wenn ihr so wie ich einen langen Faden habt, achtet darauf, dass der sich hier nicht irgendwo blöd verschlingt, sondern direkt hier durch den Greifer und von da unter dem Obergreifer hindurch verläuft. Dann habt ihr alle vier Fäden hier auf der Seite. Könnt euch die hier am Messer zurechtschneiden, damit die nicht zu lang sind. Und dann seid ihr bestens vorbereitet, um im Anschluss nähen zu können. Das Absenken des Nähfußes, wie gesagt, schließt hier die Fadenspannungen. Die Standardeinstellung wäre, alle Rädchen auf 4 zu haben. Die Anleitung zeigt euch sehr, sehr detailliert, für welchen Strich ihr welche Einstellungen vornehmen müsstet. Ihr könnt anhand dieser Anleitung, wie vorhin erwähnt, wirklich, wirklich viel lernen, gerade auch was die Fadenspannung angeht. Und dann könnt ihr im Endeffekt schon loslegen.